Risotto im Schnellkochtopf. Geht nicht? Doch, geht. Und zwar im Schnellkochtopf von AMT. Ich werde es euch zeigen. Wir benötigen ganz normal Risotto-Reis, Schalotten, eine entfettete Brühe, etwas Weißwein, Käse zum Schluss und für ein Pilzrisotto habe ich hier einige Pfifferlinge, die ich aber nicht von Anfang an mitschwitze, sondern zum Schluss untergebe, um ganz klar zu zeigen, wie schön ein Risotto im Schnellkochtopf werden kann. Unterbrechen? Mhm. Also etwas Olivenöl in den Topf geben. Ganz normal, wie man es sonst auch kennt. Ich nehme die Schalotten fein gewürfelt. Leicht glasieren. Geben den Reis dazu, glasieren den mit. Löschen das mit dem Weißwein ab. Ich habe für diese Rezeptur 350 Gramm Risotto-Reis, 700 Milliliter Flüssigkeit. Von den 700 Milliliter Flüssigkeit 10% Wein. Also in dem Fall 70 Milliliter Wein. Damit, mit dem Wein, lösche ich jetzt als erstes das Risotto ab. Und jetzt das Besondere, beim klassischen Risotto-Kochen gibt man die Flüssigkeit nach und nach zu dem Reis. In diesem Fall geben wir die gesamte Flüssigkeit in den Schnellkochtopf rein, zu dem Topf, zu dem Reis. Mit etwas Salz, natürlich darauf aufpassen, wie stark die Brühe gesalzen ist. Jetzt den Deckel aufsetzen und den Topf ankochen. Wenn der Topf abbläst, 4 Minuten, dann die Herdplatte ausstellen, danach ist unser Risotto fertig. Also der Topf bläst jetzt ab. Wir stellen jetzt den Herd runter auf Stufe 3, 2,5, 3 und lassen ihn 4 Minuten noch an. Nach 4 Minuten den Herd abstellen und warten, dass der Topf abdampft. Dann ist die Suppe fertig. Nebenbei schwenke ich in einer Pfanne einige Pfifferlinge an, die wir dann zum Schluss beim Anrichten unter unser Pilzrisotto unterrichten. Letztes nochmal. Ja. So, der Topf hat jetzt abgedampft, der Druck ist runter. Die Deckel ab. Sieht gut aus. So, da wird mir jeder Fachmann recht geben, sollte ein Risotto aussehen. Jetzt habe ich hier noch etwas Parmesankäse gerieben und gebe die geschwitzten Pilze dazu.
Und fertig ist mein Pilzrisotto in einer knappen Viertelstunde. Ja, viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!